Ja, herzlich willkommen, liebe Freundinnen der Literatur, liebe Freunde des Literaturhauses, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei uns und mache es ganz, ganz kurz, so wie wir das beim Nachtessen auch besprochen haben. Ich begrüße ganz herzlich bei uns hier im Literaturhaus aus Wien angereist Bernhard Mooshammer und Sarah Victoria Frick. Wir haben uns dazu entschieden, diesbezüglich kein Wasser in den Rhein zu tragen. Herzlich willkommen, Sarah und Bernhard, die Bühne ist frei. Hätte der Wald einen Lautstärkeregler und stünde der auf 10, das Getöse wäre nicht zu ertragen. So jedoch spricht man von der friedlichen Waldstille. Seine Brutalität ist also nur verdrängt, ruhig gestellt. Es ist früh am Morgen, Vogelrufe hängen im Hall, Tau tropft von Blättern, Schnecken gleiten über Wurzeln, Harz glänzt golden, eine kleine Raupe klebt daran, sie zappelt und windet sich hilflos. Keiner hier, dem es einfallen würde, sie zu retten. Sie wird sich wohl bald ihrem Schicksal fügen müssen. Oder wird doch noch ein Vogel sie befreien, um sie gleich im nächsten Augenblick zu fressen? Noch hält der Nebel die Umgebung gefangen, aber nicht mehr lange. Da drüben im Osten gibt er sie schon frei. Ein schwerer Duft von feuchter Erde, Bärlauch und Pilzen hängt in der Luft. Mutter Natur, die alte Jungfer, streichelt sich selbst. Was ist das? Ein Verschlag? Eine Behausung? Eine Hütte zwischen nadellosen, von pelzigen Läusen befallenen Tannen und ein paar schäbigen, wurmstichigen Latten, die ein Zaun sein wollen. Aus dem Schornstein streckt sich ein dünner Rauchfaden nach den Baumkronen. Nach einer Nacht voller Regen, schlagender Fensterläden, unheimlicher Geräusche, dämonischer Besucher, Alkohol und wilder Träume, knarzt es wieder unschuldig im Unterholz. Amseln singen archaische Schlager, ein Specht klopft, mystische Morsezeichen, Ameisenstaatsapparate funktionieren korruptionsfrei. Die ersten Sonnenstrahlen drängen durchs dichte Geäst des hochhaushohen Mischwaldes. Das schmatzende Nass ist reinste Musik. Jetzt ist Zukunft. Alles ist wieder im Fluss, wie es neuerdings heißt. Einer der neuen Führer hat das sicher so oder so ähnlich formuliert. Aber das Schicksal der Mächtigen ist wie das der Raupen. Für sie ist hier kein Platz. Keine Zeit wird an sie verschwendet. Die Menschen kümmern sich um sich selbst. Das Dystopische oder Postapokalyptische war vom Fiktionalen ins Reale gerutscht, vom Morgen ins Heute. Der Mensch hatte das von ihm Gefürchtete gerufen, provoziert und sich ihm angepasst, wie er das immer tut. Und selbstverständlich war der große Untergang keiner. Der Kollaps, wie er zumeist genannt wird, war nur ein Kreislaufkollaps, hatte sich schamlos, ungehindert und schnell wie eine Blüte im Zeitraffer entfaltet. Der Mensch wurde in eine Art Urzustand versetzt, auf sich selbst und seine eigene Natur zurückgeworfen, was
so kann man getrost sagen, noch nie ein gutes Vorzeichen gewesen war. Für Mutter Natur war all das freilich nur ein beiläufiges Jucken. Verharrt sie doch konsequent im ewigen Phlegma. Nichts kümmert sie. Wer oder was in ihr existiert, ist für sie nicht weiter von Belang. Das ewige Kommen und Gehen, Leben und Sterben, kostet sie einen Furz. Wenn Mutter Natur furzt, blubbert der Waldboden kleine Tsunamis übers Moos. Kurz, es interessiert sie nicht. Wenn sie sich nicht gerade selbst betatscht, gähnt sie oder pfeift gelangweilt vor sich hin. Womöglich bejammert sie ihren Alltag oder die ewige Geißel der Schlaflosigkeit. Ihr Jammern ist das Summen der Bienen, das Hamsterrad der Zeit, das Plätschern des Bachs. Ach ja, alles ist wieder im Fluss. Mensch ist keiner hier. Der Mensch war noch nie im Fluss. Der Mensch hat immer schön Brücken gebaut. Oder Schiffe. Oder Umleitungen. Oder Staudämme. War immer nur zum Zeitvertreib im Fluss. Zur Abkühlung oder um Krieg zu führen. Oder um Schluss zu machen mit sich selbst. Oder aus Versehen, weil er ausgerutscht ist. Aber halt, kein Mensch? Das kann nicht sein. Immerhin wurde eine umzäunte Hütte mitten im Wald erwähnt. Vor allem aber lassen die Begriffe Alkohol und wilde Träume auf humanoide Wesen mit einschlägigen Vergangenheiten schließen. Und da kommen sie schon. Da vorne. Ganz gemächlich bewegen sie sich auf die Hütte zu, machen Halt, um an Büschen zu schnuppern, reifende Beeren zu begutachten oder abrupt zur Seite oder in den Himmel zu starren, als reagierten sie auf etwas für uns nicht Wahrnehmbares. Zwei Schwestern sind's. Die eine Maria Holzapfel, ein rundliches, gedrungenes Weib mit zusammengewachsenen, dichten Augenbrauen, ruhig und streng. Die andere Regina Holzapfel, ein schmales, sehniges Weib mit nur einer Augenbraue, ruhig und streng. Um die Schulter der Rundlichen hängt ein toter Fasan. Und während die andere in die Hütte geht, lässt sie ihn zu Boden fallen, steigt mit beiden Beinen auf seine Schwingen und reißt mit einem kräftigen Ruck an seinen Beinen, legt die nackte Vogelbrust auf einen Holztisch und hackt die verbliebenen Federn sowie die Beine ab. 20, 30 Sekunden, länger braucht sie dafür nicht. Dabei geht sie mit kalter Routine zu Werke. Sie lässt das Fleisch liegen und folgt der anderen ins Haus. Kein Mensch da draußen nennt die Schwestern seine Nachbarn oder Freunde, nicht einmal Artgenossen oder Mitbürger, im Gegenteil. Niemand setzt einen Fuß auf dieses Stück Land. Die Leute aus der Gegend machen den größten Bogen um den Wald und seine, wie es im Dorf heißt, wilden oder verrückten, jedenfalls asozialen Menschentiere. Zwei Frauen sind's und hier ist ihre Geschichte. Evelina Holzapfel war eine Frau, die stets tat, was zu tun war, ohne sich zu beklagen oder ihr Schicksal anzuzweifeln. Sie war so ruhig, dass ein zweifelhafter Arzt das Kind, das sie einst war, als stumm bezeichnet hatte. Es war aber keine Krankheit, die sie schweigen ließ. Sie hatte einfach nichts zu sagen. Mit 14 war sie von ihren Eltern, Bauersleuten, mehr oder weniger verkauft und formlos an ihrem Cousin verheiratet worden. Seitdem bewohnte sie diese Hütte und sollte nie wieder ins Dorf zurückkehren. Was sie zum Leben brauchte, baute sie selbst an. Was sie aus dem Dorf brauchte, besorgte ihre große Schwester, der sie jedoch nie mehr gegenübertreten durfte. Der Mann hatte es von Anfang an so angeordnet. Also wurde eine Stelle am Waldrand vereinbart, von der aus gerade noch Blickkontakt zum Hof der Schwester bestand. Evelina musste stets warten, bis es dunkel war, mit einer Fackel Kontakt aufnehmen. Die Schwester machte ihr in ihrer Küche das Licht aus und wieder an, dreimal. Dann stellte Evelina einen Korb mit Gemüse und Obst, Geld hatte sie keines, sowie einer mit jedem Jahr schwerer zu dechiffrierenden Einkaufsliste ab und kehrte wieder um. 24 Stunden später holte sie den mit der bestellten Ware gefüllten Korb wieder ab. Zu Beginn war es ihr schwer gefallen, die Schwester nicht zu treffen, sie nicht zu küssen und zu umarmen, vielleicht etwas von draußen zu erfahren. Aber sie war erzogen zur Pflichterfüllung, hatte sich bald an die neuen Lebensbedingungen gewöhnt. Und so war da bald keine Schwester mehr, nur noch drei kleine Lichtzeichen am Horizont. Eigentlich wollte Evelina kein zweites Kind mehr.
Sie hatte alles versucht. Schon zweimal hatte sie dafür gesorgt, dass aus den verdammten Schwangerschaften nichts wurde. Dann band sie Maria an ihren Stuhl und zwang sie so, aus dem Fenster zu schauen, nur um sich hinter ihr rücklings auf den Boden zu legen und mit Kochlöffel und Stricknadel umständlich zwischen ihren Beinen zu werken. Der Mann war ihr Cousin. Es war nicht richtig. Das Ganze war wieder die Natur. Dass Maria kein Krüppel war, war wahrscheinlich nur ihrem reinen Herzen zu verdanken. So viel wusste sie und sie wusste nicht viel. Vor 170 Jahren hat der Madel nichts zählt, hat es ans im Kummer und pfeift auf die Welt. Verliebt in einen Deppen mit einem Herz ohne Blut. Die Männer haben's gut, ja, die Männer haben's gut. Sie nehmen dich mit und lassen dich stehen. Sie tragen dir an Bochen und lassen sich gehen. So für heilende Zeit kann gar nicht vergehen. Die Männer haben's schön, ja, die Männer haben's schön. Nur die Liebe bricht dein Herz. So falsch und so gierig, so schier und so blind, so heu war noch klar, dass er nicht war wie ein Kind. Ich muss ans jetzt klarstellen, und zwar ohne Geschlecht. Der Mensch ist ein Viech, einmal gut, zweimal schlecht. Der Mensch ist ein Viech, einmal gut, zweimal schlecht. Nur die Liebe bricht dein Herz. 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 Josef Holzapfel, im Dorf der Holzapfel Josef genannt, war ein Freigeist. Er kam und ging, wie es ihm gefiel, nahm lieber als er gab. Jeden Ehemann des Jahres Contest, nicht dass es etwas derartiges noch geben würde, schon gar nicht in diesem gottverlassenen Teil des Landes, hätte er mit Leichtigkeit verloren. Er war gewissermaßen baumgleich, ein Naturbursch. So frei war sein Geist, dass er es tagelang aushielt, ohne auch nur einen einzigen Gedanken zu fassen. Wäre ihm nicht der Schnaps ausgegangen, er hätte Jahre, vielleicht ein ganzes Leben so zugebracht. Er verlangte nicht viel, nur was ihm zustand und was er ohnehin hatte. Schnaps, Fleisch, Hütte, Frau. In exakt dieser Reihenfolge. Seine Töchter sollten es nie auf diese Liste schaffen. Marias erste konkrete Erinnerung war also der Josef, wie er eines Tages die Hütte betrat. Im Gegenlicht der Sonne trat er durch die Eingangstür wie eine mythische Gestalt aus einem Buch, das Maria nie lesen würde, grunzte laut und fasste, ohne ein Wort zu verlieren, grob nach Evelina, hiefte sie auf den großen Holztisch, warf ihren Oberkörper nach hinten, riss ihr die Schürze nach oben, spreizte ihre Beine, rümpfte die Nase, zog ihre Unterhose zur Seite
holte eine zuckende Stange aus seiner Hose und drückte sich derb gegen ihren Leib. Maria starrte gebannt auf den unerklärlichen Vorgang. Vor und zurück wackelte er, vor und zurück. Immer schneller, immer wilder gestaltete sich das gewaltige Gerangel. Die Brüste der Mutter schaukelten unter ihrer Schürze auf und ab. Manchmal wurden sie von der schaufelartigen Hand des Mannes gestoppt, der einmal die rechte, dann die linke drückte, beiläufig und fest, als wollte er etwas aus ihnen herauspressen. Sein Gestank, mittlerweile der Gestank der beiden, betörte das kleine Mädchen wie eine Droge. Evelina gab keinen Laut von sich, lag nur da mit geschlossenen Augen und ließ sich von dem Mann durchschütteln. Josefs Grunzen und Keuchen wurde mit jeder Bewegung lauter und bedrohlicher, bis er schließlich wie ein Hirsch aufjaulte und sich von der Mutter löste. Dann packte er seine Stange, die plötzlich nur noch eine Wurst war, wieder ein und verschwand, wie er gekommen war, ins Licht. Um diesem alle paar Wochen sich wiederholenden Vorgang ein kurzfristiges Ende zu bereiten, beschloss Evelina 2 Jahre und 2 Schwangerschaftsabbrüche später doch noch ein Kind auszutragen. Der Herrgott würde ihr schon keinen Krüppel andrehen. Als es soweit war, setzte sie sich unter die große Eiche, rief ihre Tochter zu sich und sagte: Du musst mir jetzt helfen. Hörst du, du musst mir jetzt helfen. Wenn einer, die nur selten spricht, etwas so eindringlich fordert, gibt es keinen Platz für Missverständnisse. Maria nickte aufgeregt, starrte auf die Mutter, die ihre Schürze hob und erst ihre blanken Schenkel mit vom Fruchtwasser klebrigen Haaren, dann den zum Bersten prallen Bauch freilegte und wartete. Wasser! Marie, Evelina, Maria ging zum Brunnen und holte Wasser. Der Kürtiger! Reichte Evelina, Maria ging ins Haus und kehrte mit einer Decke zurück. Evelina brüllte. Maria blieb steif wie ein Baum stehen und starrte auf die Qual der Frau. Sie nahm die Dramatik der Szene unmittelbar wahr, konnte aber nichts damit anfangen. Ihre Mutter hatte sie ja in nichts eingeweiht. Von der Vergänglichkeit der Dinge, vom Sterben und vom Tod wusste sie noch nichts. Das Ende war ihr ebenso fremd wie der Anfang. Sie! Flehte Evelina. Maria fasste die blutige Kugel, die zwischen den Beinen der Mutter herausragte, wie ein Maulwurf oder sonst ein Viech aus einem haarigen Bau und zog. Kurz dachte sie, der Mutter wachse ein drittes Bein. Als Evelina in einem lauten Kreischen endlich Erlösung fand und dieses Ding an der blauen Schnur plötzlich in ihren Händen zappelte und quengelige Laute von sich gab, erschrak Maria fürchterlich, hielt aber die Luft an und wagte nicht darauf zu reagieren. Du musst das jetzt durchbeißen, sagte die Mutter und hielt ihr die blaue Schnur hin. Maria biss kräftig zu und spuckte Blut. Jetzt leg es auf den Boden und schütte das Wasser drüber. Maria tat, wie ihr geheißen. Das Kleine schrie und schluckte und zappelte. Maria hüllte es in eine Decke und hielt es vorsichtig fest. Gib sie mir, sagte Evelina erleichtert nach einem ängstlichen Blick zwischen die Beine des Babys, während sie sich ihre eigene Suppe vom Körper wischte. Gott sei Dank. Ihr Name ist Regina. In den kommenden Wochen beobachtete Evelina mit Staunen, wie liebevoll und fürsorglich sich die 4-Jährige um ihre kleine Schwester kümmerte. Es gefiel ihr, aber sie dachte nicht weiter darüber nach. Die Hauptsache war, dass sie selbst dadurch entlastet wurde. Irgendetwas sagte ihr, dass das Bestätigen von Gefühlen diese nur verstärkten und sie letztendlich zu einem schwächeren Menschen machen würde. Wenn sie von irgendetwas überzeugt war, dann von der Notwendigkeit, stark zu sein. Stark und unabhängig. Wer träumt, jammert, hatte Josef sie gelehrt. Und Evelina musste ihm recht geben. Ihre Schwester, die Clara, war immer eine Unzufriedene gewesen, rührselig und weich. Sie selbst wollte nicht unzufrieden sein, nicht rührselig oder weich. Aber sie erkannte in Maria eine Mütterlichkeit, die ihr selbst fehlte. Als sie mit dem Josef in den Wald gegangen war, hatte er sie wieder und wieder zu folgendem Gespräch genötigt. Wie heißt deine Schwester? Clara.
Wie heißt deine Schwester? Sie heißt Clara. Wie deine Schwester heißt, frage ich. Clara, was willst du von mir? Wie heißt deine Schwester? Schwester. Genau. Wie heißt also deine Schwester? Schwester. Und was habt ihr zusammen erlebt? Wie meinst du das? Woran erinnerst du dich? Langsam kapierte sie, worauf er hinaus wollte. An nichts. Das Gespräch wurde immer kürzer. Wie heißt deine Schwester? Schwester. Woran erinnerst du dich? An nichts. Und schließlich? Wie heißt deine Schwester? Ich habe keine. Woran erinnerst du dich? An nichts. Irgendwann hörte er auf, so wie er sie irgendwann so gut wie gar nicht mehr ansprach. Aber er hatte sie täglich an ihre Schwester erinnert. Und natürlich hat Evelina ihren Namen nie vergessen. Und auch nicht, was sie beide einst des Nachts unter der Bettdecke gesprochen, von welcher Zukunft, von welchen alternativen Leben sie geträumt hatten, wie schön sie beide seien und welche Namen sie später ihren Kindern geben würden. Maria und Regina, hatte die Clara immer gesagt. Wenn ich groß bin, kriege ich zwei Töchter. Die eine wird Maria heißen, wie die heilige Jungfrau, die andere Regina, das heißt Königin. Und auch das ist die Mutter Gottes. Josef hatte Evelina nie nach den Namen ihrer Töchter gefragt. Nur ein kleiner Bube im Winter, in einem viel zu dünnen Mantel. Wenn der Himmel kalt und grau ist, nur ein kleiner Bube im Winter. Und die anderen Kinder singen. Ja, sie waren gottesfürchtig. Evelina pflanzte den Gedanken, dass irgendjemand über allem herrschen müsste, in ihre Töchter, wie ihre Mutter es bei ihr getan hatte. Über dem Wald existierte also die Dreifaltigkeit, die Mutter Gottes und viele Heilige, die schreckliche Qualen erleiden mussten, weil sie Gott geschaut oder seine Stimme gehört hatten. Wenn man jedoch ein gutes, pflichterfülltes und demütiges Leben führte, geriet man für gewöhnlich nicht in Gefahr, den allgegenwärtigen Gott zu schauen oder zu hören oder gar gegrüßt sei zu Maria voller Gnade in alle Ewigkeit in der Hölle zu brennen. Gott, der alles erschaffen hatte, herrschte also über sein Werk mit strenger Hand und unvorstellbarer Macht. Das war im Grunde Evelinas spirituelle Botschaft an ihre Kinder. Und die machte zweifelsohne auch Sinn, denn ohne Koch kann es keine Suppe geben. Und sein Rezept erlaube nun einmal keine Experimente. Als Regina in der Bibel beim Apostel Paulus davon las,
dass alle Menschen Sünder seien, weil sie von Natur aus gegen die Gesetze Gottes verstoßen. Und Evelina darauf ansprach, sagte diese: Ja, so ist das wohl, wenn es in der Bibel steht. Draußen musste ich jeden Sonntag zur Beichte und meine Sünden bekennen. Aber hier im Wald ist es unmöglich zu sündigen. Außerdem habe ich euch getauft. Du hast uns getauft? Wie der heilige Johannes? Bist du eine Heilige? Nein, man ist nie selber heilig und man darf das auch nicht sagen. Wie hast du uns getauft? Hab euch Wasser über den Kopf geleert und gebetet, so getaufen. Jetzt sind wir keine Sünder mehr? Doch, aber wenn man getauft ist, ist es nicht so schlimm. Was muss ich tun, um zu sündigen? Nichts! Evelina verlor die Geduld. Das Gespräch wurde ihr, wie alle Gespräche, zu mühsam. Und jetzt sei ruhig. Wenn Regina in den darauffolgenden Tagen durch den Wald lief, hatte sie immer ein Kännchen Wasser dabei und taufte alles, was ihr begegnete. Käfer, Würmer, Schmetterlinge, Eichhörnchen, Pilze, Sträucher und Bäume. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Sie wollte, dass es für alle nicht so schlimm war. Auf den Asphaltfeldern grasen goldene Kälberherden Tag und Nacht. Über ihnen Wolkenkratzer, wo die Computer schmatzen. Ach, wo ist noch Platz für mich? Oder ein Dach für dich? Hörst du es flüstern im Land? Dracula kauft einen Sarg, der Fürst kauft sie Koks im Park. Siehst du die Schrift an der Wand? Der Turm stürzt ein, Halleluja, der Turm stürzt ein. Der Turm stürzt ein, der Turm stürzt ein, Halleluja, der Turm stürzt ein. Oh, 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 oh. Der Pepsodent von USA ist ein cooler Loser seiner Macht. Jensen doch Ross zerfressen, fliegt er durch den wilden Westen. Ach, wo ist noch Platz für mich? Oder ein Dach für dich? Hörst du es flüstern im Land? Die Postbeamten tragen schwarz, eine Tonne Öl kostet 1000 Mark. Siehst du die Schrift an der Wand? Der Turm stürzt ein, der Turm stürzt ein, Halleluja, der Turm stürzt ein. Der Turm stürzt ein, der Turm stürzt ein, Halleluja, der Turm stürzt ein. Oh, 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 oh. Monotonie der nächsten 27 Jahre war vollkommen. Kein anderer Mensch dieses Zeitalters, der weder Mönch noch verrückt war, hätte diese auch nur einen Monat lang ertragen. Dem ewigen Kreislauf der Jahreszeiten wurde sein Weg nicht zu blöd. Der Trott des Lebens war der Trott der Natur, in welchem die drei Frauen inkludiert waren wie Bakterien. Evelina, mittlerweile 58, spürte, dass ihre Zeit abgelaufen war. Sie war müde. Ein paar Zähne waren ihr ausgefallen. Irgendetwas zog sie hinab zur Erde. Die Züge ihres Gesichts deuteten dahin, die dunklen Ringe unter ihren Augen, die Haut ihrer Wangen. Sie spürte eine Kraft in ihrem Körper, die sich breit machte und sie immer mehr erfüllte. Diese Kraft, die sie Engel nannte, war ihr fremd, schien von außen zu kommen oder von ganz innen.
Sie gab ihm zu verstehen, dass alles einzigartig und besonders war. Wenn sie jetzt einen Baum ansah, war das nicht einfach ein Baum. Plötzlich wollte sie ihn berühren. Er kannte das Muster der Rinde, folgte seiner Linie und befand es für schön. Das Essen war nicht mehr bloß das Stillen des Hungers. Auf einmal schmeckte sie die einzelnen Zutaten heraus und wog ihr Geschmacksverhältnis sorgfältiger ab. Die frische Morgenluft, Sonnenstrahlen auf ihrer Haut, das Mondlicht zwischen den Zweigen, alles war, als würde sie es zum ersten Mal sehen und erleben. Zum letzten Mal. Sie wurde weich, empfindsam, rührselig, behielt diese verstörenden Erkenntnisse aber für sich. Das Gesetz des Verfalls erlaubte keinen Protest. Eines Nachts, Evelina hatte die Kontrolle über ihren Körper bereits verloren, nutzte Regina die Gelegenheit und legte sich zu ihr. Setz dich hierher, ganz nah, sagte sie streng zu Maria. Die Schwester gehorchte, Regina hatte gesoffen, aber das merkte man ihr nicht an. Wir werden dich nicht eingraben, Mutter. Du musst keine Angst haben. Niemand wird dich holen. Wir werden über dich wachen, bis wir selbst dran sind. Hörst du? Wir passen auf dich auf. Wir behalten dich bei uns. Ich weiß, der Vater ist geholt worden. Noch in derselben Nacht ist er geholt worden von Luzifer. Aber das lassen wir nicht zu. Ich habe die Bücher gelesen. Ich weiß, was Gott will. Ich weiß, was zu tun ist. Aber wir werden es nicht tun. Wir werden dich nicht eingraben. Wenn wir verdammt sind, gehen wir gemeinsam. Hörst du? Du musst auf uns warten. Hab keine Angst. Über eine Stunde brabbelte Regina monoton vor sich hin. Immer dieselben Sätze, dieselben Beschwichtigungen. Dabei streichelte sie unaufhörlich Evelinas Hände, wischte den Schweiß von ihrer Stirn oder fuhr mit den Fingern durch ihre ergrauten, dünnen, klebrigen Haare. Maria starrte die ganze Zeit auf die Frauen, schwieg und presste ihre Finger in die Hände, so fest sie konnte. Ihre Fingernägel drangen durch die Haut bis ins Fleisch ein, aber sie spürte nichts. Gebannt beobachtete sie das Sterben der Mutter. Nach einem kräftigen Ruck, der von unten nach oben durch ihren Körper ging, wie bei einer sich übergebenden Katze, atmete Evelina laut ein und nicht mehr aus. Da, sagte Regina, da ist eine Träne unter ihrem Auge. Siehst du? Sie schwitzt, meinte Maria. Das ist eine Träne. Sie hat geweint. Ist sie tot? Ja. Aber du hast es mir vorgelesen. Staub zu Staub. Wir müssen sie eingraben. Nein, ich habe sie versprochen. Aber sie wird stinken. Das macht nichts. Aber die Wildschweine werden kommen. Dann müssen wir aufpassen. Oder ein Bär. Wir müssen eben aufpassen. Bleiben nur die Knochen übrig, wie beim Vieh? Ich glaub schon. Wir müssen sie zudecken. Ja. Aber wir dürfen nicht unter die Decke schauen. Nein. Und die tote Mutter lag zugedeckt im Bett. Und die Wildschweine kamen und die Schwestern passten auf und erlegten ein Wildschwein und sie schauten unter die Decke und erschraken und sie beteten laut und wild gegen die Verdammnis und für ein ewiges Leben zu dritt. Irgendwann ertrug Regina den Gestank des schwindenden Mutterleibs nicht mehr, also schnappte sie sich einen Spaten und fing an, hinter der Hütte eine tiefe Grube auszuheben. Sie zogen der Mutter die dicke Decke vom Leib und erschraken aufs Neue, zerrten sie aus der Hütte. Sie schien so zerbrechlich und leer und farblos, leicht wie ein Sack voller Äste. Ließen die Mutterreste in das ein bisschen zu klein geratene Loch plumpsen, pressten sie zusammen und schütteten rasch die ausgehobene Erde darüber. Sie kann hier nicht wieder rauskommen, oder? Fragte Maria. Nein, die Toten sind tot und weg. Sie ist jetzt im Himmel bei Jesus, da braucht sie ihre Beine nicht mehr. Für Regina war die Sache damit erledigt. Maria aber rollte einen schweren Stein auf das Grab und setzte sich fortan gerne mittendrauf. Manchmal verharrte sie so stundenlang. Und sie lebten weiter im Wald, sie beide mit der toten Mutter in der Erde. Und die Welt blieb draußen und die Zeit verging wie Rauch im Wind. Kann uns wenig schämen, wenn
gerichtet, mit Moos und Stroh verrichtet, wohl denen, die ein Dach jetzt haben. Wenn solche Schneewind wehen. Ein Sonnenaufgang im September. Eine Frau steht am Waldrand. Sie trägt einen alten, offensichtlich schweren Rucksack, der ihre Schulter nach unten zieht. Um ihren Hals ranken sich billige, weiße Plastikkopfhörer. Sie wirkt nachdenklich, dreht sich immer wieder um, macht ein paar vorsichtige Schritte, bleibt wieder stehen. Irgendwann geht sie entschlossen los. Nach ungefähr einer Stunde endet der Weg. Sie erinnert sich an die letzten Worte ihrer Mutter. Wenn der Weg aufhört, einfach weitergehen. Immer weiter, wahrscheinlich 2 Stunden lang. Viel Glück. Also geht sie weiter. Sarah heißt sie, ist 39 Jahre alt, von kleinem, kräftigem Wuchs. Es ist 7 Uhr am Morgen. Sie ist seit Stunden unterwegs. Mutter Natur, die alte Puffdame, streichelt sich wieder einmal selbst. Sarah starkst durchs Gebüsch, stolpert über Wurzeln, Äste, Blätter und Brennnesseln greifen nach ihr. Insekten begutachten den Eindringling. Bald verliert sie ihr Zeitgefühl. Der Wald erscheint ihr als unscharfes, verworrenes Gebilde, als suchte sie in einer unendlichen Höhle verzweifelt nach dem Ausgang. Zwischendurch verliert sie den Glauben an die Existenz ihres Ziels, aber dann, zwischen den Zweigen, weit vorne auf einer kleinen abgeholzten Lichtung, erkennt sie es. Ja, das muss es sein, das Haus der Holzapfelschwestern. Das legendäre, von den schlichten Geistern im Dorf Hexenhaus geheißene. Sarah macht in ihr angemessen scheinender Entfernung Halt, wartet. Sie überlegt, ob sie wirklich dazu bereit ist, wie sie es angehen, was sie sagen soll. Verunsichert starrt sie auf das stille Haus. Da plötzlich sind sie, die Schwestern. Da sind die Hexen. Sie hat sie nicht kommen gehört, keinen Laut vernommen, als hätten sich ihre reglosen Körper aus dem Nichts materialisiert. In festen, klobigen Schuhen und altmodischen Haushaltsschürzen stehen sie da. Darüber tragen sie dicke Wollwesten. Die eine hat die Haare unfrisiert zusammengebunden, die andere zu einer ungleichmäßigen Kurzhaarfrisur geschnitten. Die mit dem Zopf, Maria, steht, ein Gewehr in der Hand, vor der anderen. Ausdruckslos starren die beiden in Sarahs Richtung. Harte Gesichter humorloser Menschen. Minutenlang fällt kein Wort. Wilde Tiere, die einander lautlos fixieren, nur mit Blicken und Posen pochen sie auf die Vormachtstellung in ihrem Revier. Sarah will die Vormachtstellung der zwei Alten auf keinen Fall anfechten. Was sie erstarren lässt, ist die pure Angst. Wovor, ist unklar. Sie atmet tief und kurz durch die Nase. Ihre Haltung ist gebückt, schief und unbequem, aber sie will sich nicht bewegen. Jede Regung könnte der Bewaffneten vor ihr eine Provokation sein. Die Leute im Dorf erzählen die abstrusesten Geschichten. Hier die beliebtesten Gerüchte über die Waldschwestern. Sie sind halb Mensch, halb Tier. Sie können weder sprechen noch lesen und schreiben. Sie erlegen Tiere mit bloßen Händen und Zähnen. Sie trinken frisches Tierblut. Sie trinken ihr eigenes Menstruationsblut. Eine von ihnen hält immer Wache am Waldrand, unsichtbar. Sie fliegen durch den Wald. Sie sind Herrinnen über Waldgeister und Dämonen. Sie reisen regelmäßig ins Jenseits. Sie haben den respektablen Holzapfel Josef kaltblütig ermordet und im Wald verscharrt. Sie haben ihn an die Wildschweine verspeist. Sie haben ihn selber verspeist. Sie sind schon lange tot. In der Hütte lebt ein von ihnen zusammen mit einem Hirsch gezeugter Bastard. In der Hütte leben ihre untoten Geister. Niemand lebt dort. Dennoch steigt Rauch aus dem Schornstein. Sie haben nie existiert. Sarah ist ein Kind des Dorfes. All diese Geschichten kennt sie nur zu gut. Aber sie hat zu viel erlebt, um auf das Gerede der Leute etwas zu geben. Ja, sie ist eine Holzapfel. Ja, ihre Mutter ist die Clara. Ja, sie ist im 8. Monat schwanger. Und ja, ihr Vater war der respektable Holzapfel Josef.
Die Sarah bringt dann ihr Kind zur Welt im Wald und die drei Frauen erziehen den kleinen Bub, der Adam heißt. Und als der 4 Jahre alt ist, spielt seine Mutter ihm zum ersten Mal in seinem Leben ein Stück Musik vor. Und das liebt er natürlich, und weil er 4 Jahre ist und das Lied Englisch ist, erfindet er seinen eigenen Text dazu. Das wollen wir jetzt noch anfügen. Lami tender, Lami sweet, never let me go. You have me, my like only, and I lie you so. Lami tender, Lami rude, oh my dream of fear, for my darling I lie you, and I oh say will. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und jetzt wirklich nur noch, jetzt haben wir nur noch A's. Das habe ich dem Bernhard beigebracht und wenn wir nicht weiter wissen, dann machen wir immer das. Stets in Trauer muss ich leben. Sag mit was habe ich's verschuld? Weil mein Schatz ist untreu worden, muss ich's leiden mit Geduld. Bist mir zwar aus meinen Augen, aber nicht aus meinem Sinn. Hätt ich mir wohl dürfen glauben, dass ich treu, so treu gsi bin. Rechte Liebe kommt von Herzen, rechte Liebe brennt heiß. Oh, wie wohl ist einem Menschen, wo nicht weiß, was Liebe heißt. Oh, wie wohl ist einem Menschen,